Evolventen kann man natürlich auch computergestützt konstruieren und das schauen wir uns gleich mal an. Zuerst legen wir ein neues Teil an und benennen es. Wir legen eine Skizze an und dort nutzen wir die Funktion Punkt durch Koordinaten. Ein entsprechendes Untermenü erscheint. Allerdings wählen wir erst, dass die Punkte als Konstruktions- und nicht als Standardelement erstellt werden sollen. Jetzt können wir unsere Stützstellen für die evolventen Flanken eingeben. Dazu stellen wir von kartesisch auf Polarkoordinaten um und beginnen mit dem Kopfkreisdurchmesser. Unter Winkel tragen wir das Involut Alpha Y ein. So entstehen nacheinander die Stützstellen. In diesem Fall sind es 4 Punkte. Durch die 4 Stützstellen legen wir nun einen Spline. Einfach nacheinander die 4 Konstruktionselemente anklicken und auf die Konzentrizitätsbedingung achten. Wir verlassen die Funktion mit Escape. Damit sich die Punkte im weiteren Verlauf nicht verschieben, fixieren wir sie. Das erkennen wir durch das Ankersymbol an den Punkten. Dann ist noch ein bisschen Handarbeit fällig. Der Kopf und der Fußkreis werden angebracht, die Flanke wird gespiegelt und die überflüssigen Kanten werden entfernt. Und so entsteht das komplette Zahnrad. Und nun viel Spaß bei Ihren ersten eigenen Zahnrädern.